So, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play House Flipper. Ich habe jetzt einmal das Spiel komplett neu gestartet und wir können das jetzt auch beenden. So. Ich weiß jetzt nicht, was genau der Grund war oder woran das lag. Aber nun ja. Einmal komplett neu starten hat geholfen. Immerhin geht das jetzt weiter und finde ich auch gut so. Dann haben wir das jetzt auch für 7000 abgeschlossen und ich glaube, wir brauchen auch langsam irgendwie ein neues Haus, eigenes, denn diese Bilder, die dort sind, gefallen mir irgendwie nicht von dem Haus. Schauen wir uns mal an, gibt es hier jetzt auch irgendwie was Neues? Haus mit ungebetenen Gästen? Haus der alten Dame, Haus und Auto. Haus und Auto? Ja, komm, wir machen das hier jetzt. Räume 7, Etagen 1. Ja, wir wechseln darüber. Dann schauen wir mal, was wir da machen können. So. Erstmal den ganzen Müll weg. Hoppala. So, hier können wir mit dem Rasenmäher gleich durchgehen. Dann verschwinden die Dinger auch. Ja, hier komme ich nicht durch. So, hier gibt es auch sehr viel Unkraut. Aber mit Rasenmäher sind die auch alle weg. Das ist ein großer Garten. Ja, solange es hell ist, würde ich sagen, gehen wir mit dem Rasenmäher hier durch. So. Einmal kompletten Rand, ja. Das Geile ist, mit dem Rasenmäher der ganze Unkraut geht auch eher weg. Ups. Haben wir da eine Sorge weniger auf jeden Fall. Hier gerade am Rand muss ich auch da mit dem Trimmer nochmal ganz genau gehen. Aber ich finde irgendwie das Spiel hier auch entspannt, auch wenn es, ja, sagen wir mal so zum Quatschen und so weiter, Minecraft nicht ersetzen kann. Da wollte ich auch mal in die Runde fragen, hättet ihr Bock, dass ich auch mal ein Minecraft-Let's Play mache? Dass ich auch einfach mal hin und wieder so, einfach um zu quatschen, mit euch so ein bisschen mehr zu interagieren, so vielleicht auch Minecraft mal aufnehme. So, was würdet ihr davon halten? So, klar, was Minecraft angeht, da bin ich eher so mit wenig Ideen, gebe ich ehrlich zu. Aber kann auch einfach mal so, einfach so zum Quatschen, so ein bisschen vielleicht ausprobieren und so, was da alles möglich ist. Und vielleicht einfach so, einfach nur um zu quatschen, können wir auch mal Minecraft machen. Da wird dann zwar nicht so regelmäßig eine Folge kommen, würde ich sagen. Aber sagen wir mal so, wenn wir mit House Flipper fertig sind, wäre ich dafür auf jeden Fall offen, dass wir sowas auch machen können. Und vielleicht uns irgendwie eine eigene kleine Welt zusammenbauen. So, dann könnt ihr auch gerne Ideen so mit einfließen lassen. So, da bin ich relativ offen. Und dann mal schauen. Vielleicht machen wir auch irgendwie so wie Gronkh damals mit Alphazion. Der hatte ja auch einen riesen Let's Play von über 1000 Folgen. Wer weiß, vielleicht machen wir auch mit Minecraft, überholen wir ihn damit sogar. Wer weiß. Machen 1000 Jahre Let's Play Minecraft. Klar, ich werde auf so ein Niveau von Gronkh wahrscheinlich niemals hinkommen. Aber geil wäre es, wenn wir auch mal Minecraft machen würden. So, da gibt es nichts mehr. Also mit dem Trimmer nur noch, aber so, dann gehen wir mal hier hin.
vor allem auch aktuell die Let's Play Projekte, die ich hier habe. So einmal Cyberpunk, dann Stray, das läuft ja noch bis zum 10. Danach kommt ja Rustler. Also quasi das Mittelalter GTA. Was auch richtig absurd ist. Aber trotzdem auch geil. Kann ich auch empfehlen, wenn ihr da auch mal reinschaut. So. Würde ich mich auch freuen. Aber das ist eher so wenig zum Quatschen, sondern eher so mehr Story. Und hier Hausflipper, das wird auch nicht ewig laufen, so, sagen wir mal so. Das ist ja auch irgendwann haben wir ja alles gekauft, was da gibt's. Und alle Aufträge abgeschlossen. Klar, hin und wieder könnten hier neue Updates kommen und so. Neue Aufträge. Heute kam ja auch zum Beispiel ein neues Update, habe ich nachgeschaut. Hatte einfach im Hintergrund so, noch bevor ich damit gestartet bin, einfach aktualisiert. Fand ich geil. So dass ich das nicht selber machen musste. Aber trotzdem, da hat Minecraft deutlich mehr Möglichkeiten hier, sagen wir mal so, einfach so zum Quatschen, so ein Let's Play zu haben. Da kann man ja endlos was bauen, endlos was hier an Ideen sammeln. Immer wieder kommen neue Ideen, geilere Ideen und so weiter. Minecraft kann ja niemals aufhören. Im Grunde. Und House Flipper ist ja quasi an Aufträge gekoppelt und irgendwann hat man alles aufgekauft, dann gibt es da irgendwie nichts mehr. Aber House Flipper können wir dann auch, wenn es neue Updates gibt, immer mal wieder reinschauen. Vielleicht gibt es da auch neue Aufträge, neue Immobilien, die man kaufen kann. Und dann wird das auch nicht mehr so regelmäßig laufen. Aber man kann dann halt noch was hinzufügen halt. So, die Dinger kann ich nicht loswerden, schade. Aber da. Aber schreibt gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet, dass ich auch mal Minecraft Let's Player, dass wir das auch mal machen. Oh, das hört sich schon nach Kakerlaken an. Digga! Wie viele Spinnennetze! Boah, das ist ein Horrorhaus. Hier ist irgendwo was, sehe ich gerade. Jetzt ist weg. Boah, ich habe jetzt schon Angst, ins Haus reinzugehen. Da ist auch noch was. So ein grüner Punkt gewesen, so ein kleiner. Und hier ist irgendwo noch ein grüner Punkt. So, können wir die Dinger loswerden? Ja. Das können wir auch. So, wahllos irgendwelche Blumen irgendwo wollen wir jetzt nicht. Vielleicht, wenn wir mit dem Haus hier fertig sind, haben wir ein paar Ideen, was wir hier im Garten machen können. Aber so an sich fällt mir jetzt nichts ein. Rennen wir mal darüber. Gab es hier auch noch irgendwo was? Ja. Das. Das weg, das weg. Oh, die können wir sogar verkaufen. Nice. Die werden nur entfernt. Schade, dass wir die nicht auch für ein paar Cent zumindest verkaufen könnten. Jo, hier haben wir noch ein bisschen was. So. Ach, hier. Okay. So, das war es dann, glaube ich. Dann gehen wir vorne rum rein. Och. So, erstmal das alles verkaufen.
Das Auto lassen wir da. Den lassen wir da. Die Tür lassen wir auch. Die sieht gut aus. Das Lichtschalter gefällt mir nicht, aber den machen wir später. Ah. Boah, richtig ekelhaft mit den Kakerlaken. Die Tür weg. Das weg. Das weg. Boah, sieht das schrecklich aus hier. Ja. Die Tür auch weg. Oh Gott. Ich habe richtig Angst vor dieser Bude. Aufräumen wird gleich schrecklich. Das hier würde ich sagen, machen wir eine Küche draus. Hier wohnt. Hallo? Hier Wohnzimmer? Hier Schlafzimmer? Ja. Wisst ihr was? Wir fangen erstmal mit dem Müll an. Hier liegt kein Müll mehr rum, aber diese Lampe. Und den wieder verkaufen, ja. Und hier nochmal. Ja, komm, Staubsauger. Wir hatten auch lange keine Kakerlaken mehr gehabt, glaube ich. Da ist noch einer. Komm, komm. Ja. Mach mal den Müll hier weg. Und die Dinger hier verkaufen, dann sehe ich die Kakerlaken auch besser. Nein. Muss ich Staubsauger. Komm, nimm die endlich. Jo. Kakerlaken sind weg. Die Dinger noch. So. Da haben wir noch so ein Ding. Ah, wird das lustig, hier sauber zu machen. Die Reifen brauchen wir nicht. Eine Mikrowelle. Was für ein sauberes Haus. Das Ding ist noch dreckig. Ich weiß nicht, was ihr habt. So, die Dinger brauchen wir alle nicht. Und das da weg. Die Lampe auch weg. Steht da auch ein bisschen ganz komisch.
So. Dann müssten wir hier jetzt, glaube ich, alles haben. Dann fangen wir mal mit dem Raum an, sauber zu machen. Oh, hier müssen wir einiges spachteln, sehe ich gerade. Aber der Raum ist jetzt sauber, sage ich jetzt mal. So, hier sind noch Spinnnetze. Und dann ist der auch laut Map sauber. An sich die Fenster gefallen mir. Ich würde die wahrscheinlich eher lassen. So, hier fehlt noch was. Und hier. Und jetzt die Garage. Machen wir mal auf. Dann können wir auch drumherum. So, Auto machen wir jetzt auch. Hier ist noch irgendwo was. Irgendwo hier. Keine Ahnung, wo das war, aber haben wir erwischt auf jeden Fall. Hä? Ach so, das war das Auto noch, aber ja, dann haben wir es alles jetzt gereinigt. Strong Man, nice. Haben wir einen neuen Erfolg. Den stellen wir mal erstmal draußen ab. Haben wir einfach mal einen USA 4. 564. Nice. Kennzeichen. Dann können wir hier auch zumachen. Nee, nicht hier. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit Gips. Hier haben wir das. So. Ja. Gipsen wir erstmal hier alles zu. Alles, was wir finden. So, dann nehmen wir das im nächsten Raum mit. Hier muss auch noch. Nee, kein Vorschlaghammer. So. Und hier. Hier haben wir zugegipst. Da muss noch. Und da oben. Das muss nicht. Da muss auch nichts. Gut, nehmen wir mit dem nächsten Raum hier. Nein. Verwechsel ich immer wieder. Das muss nicht. Okay, der Raum muss nichts. Aber hier, das hier. So, nehmen wir mit. Da haben wir noch ein paar Teller. Ja. Ah.
Lange haben wir nicht mehr gegipst, deswegen habe ich vergessen, wie das nochmal ging mit dem Gipsen. Ein bisschen. Naja, da haben wir noch was. Da. Fensterinnenräume. Haben auch nichts. Gut, dann nehmen wir das jetzt wieder mit. Hier hin. So, die Wand hat nichts. Dann hier. Die hat sonst auch nichts mehr. Aber die hier hat da unten. Und da oben. Dann wären wir mit dem Raum auch fertig. Badezimmer. Okay, Badezimmer hat nichts. Der hat jetzt nur den hier. Alles klar. Dann können wir das Ding wieder verkaufen. So. So, ich trinke mal eben noch einen Schluck Kaffee. Dann komm, wir fangen erstmal mit dem Fensterreiniger an. Der ist sauber. Der ist sauber. Okay. Der ist sauber. 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 Wundert mich ein bisschen. Sauber. Sauber. Oder haben wir die mit unserem Mob hier mit gereinigt? Scheinen alle sauber zu sein. Joa. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen erst einmal. So, wo haben wir hier weiß, 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 creme weiß? Nee, Graustufen. Wir fangen mit Kristall an und streichen komplette Hütte erstmal komplett weiß. Nee, Kristall ist nicht so ein geiles Weiß. Wir bleiben einfach bei dem Weiß. Und hier. Ja, ist ein weißeres Weiß auf jeden Fall. Nochmal nachtanken. So. Ja. Und nachtanken. Man sieht da schon kleine Nuancenunterschied. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das auch dann in der Aufnahme so seht, aber da und hier. Auf jeden Fall, ich kann die hier ganz minimal sehen, wo ich jetzt gestrichen habe und wo nicht.
letzte Ecke. Na, warte, den nehmen wir mit. Und hier. Dann machen wir den Flur auch. Und dann noch die letzte Ecke. So. Dann nehmen wir das noch hierhin mit. Und fangen von der Ecke an. Ich glaube, ich hätte den Gips noch nicht verkaufen sollen. Falls wir jetzt so nochmal irgendeine Stelle zum Gipsen finden. Kann ja sein, dass wir was übersehen haben hier. Will ich zwar nicht hoffen, aber wäre sicherer gewesen und wäre ich auf der sicheren Seite. Aber bisher sieht so aus, als hätten wir alles erwischt. So, der Eimer ist auch gleich leer. Und das war's. Jetzt nochmal einen neuen Eimer kaufen. Jo. Weg damit. Nochmal ein L. Und weiter. So. Ist schon ein bisschen schwierig zu sehen, wo man gestrichen hat, weil das sind nur so kleine Nuancen, unterschiedliches Weiß. Kann ich zwar bei mir auf dem Computer so leicht sehen, aber ich muss schon ordentlich hingucken. So, da muss schon fast mein Gesicht da mit dem Bildschirm verschmelzen. Aber man sieht die. So, da. Na, dann hätten wir es hier auch mitnehmen. Und hier. Thank you.
Wir streichen hier erstens übrigens nur schon mal weiß alles, weil ich vorhabe, hier erstmal nicht so kaputt aussieht. Und dass wir dann in der nächsten Folge auf jeden Fall dann auch schon mal anfangen können zu planen, wie das dann wirklich hier designt wird. Wie wir das dann wirklich hier anrichten, anstellen. So eine Basis erstmal auf weiß zu haben, ist für den Anfang immer gut. Notfalls kann man auch im Weiß das verkaufen wieder. Und warum ist die Familie da schon wieder an erster Stelle, was das angeht zum Kaufen? Verstehe ich nicht. Die haben hier eh gar keinen Platz. Warum die auch die letzte Bude, die ich verkauft hatte, warum die den genommen haben, verstehe ich auch nicht. Die haben hier gar keinen Platz. Das Haus ist viel zu klein für die. Für diese Großfamilie. Ah, perfekt. So. Und da vorne noch ein letztes Mal. Ja. So, mitnehmen und den letzten Raum in weiß. Da werden wir vielleicht schauen, dass wir so eine Betonoptik vielleicht noch mal hinkriegen oder so. Und ja. Die Farbe wird hoffentlich reichen, noch für diesen Raum. Könnte knapp werden. So, da oben noch. Jo. Und dann jetzt noch die Decke. Ja, das muss jetzt hoffentlich reichen. Ja, hat gereicht. Nice. Das können wir entfernen. Und ist das ein Teppichboden? Sieht fast so aus. So, die Lichtschalter entfernen wir aber eben mal mit der Steckdose. Denn die gefallen mir gar nicht. Die Steckdose auch. Die lassen wir da. Den verkaufen wir auch. So, das auch weg und das auch weg. Die Installation lassen wir da, wo sie sind. Finde ich gut. Die lassen wir auch da. So, und hier noch. Ich finde, Steckdosen sollten immer ein schlichtes Weiß haben und Lichtschalter. Hier noch einer. Ich kann absolut nicht nachvollziehen, warum man die Dinger in Braun nimmt. Das ist aber auch wiederum Geschmackssache auf jeden Fall. Habe ich alles? Hier habe ich alles.
Ja. Das Auto gefällt mir. Kann ich den nicht einfach nicht. Nein. 1988. Ja, okay. Ich bin am Überlegen, einfach allein wegen dem Auto das hier zu übernehmen. In der Außen könnten wir auch noch was machen, vielleicht. An Paneelen oder so. Oder so eine Ziegelsteinoptik. Finde ich irgendwie besser, so Ziegelsteinhaus. Ja, komm, wir machen hier Ziegelsteine. Wandfliesen. Ziegel Verlasco oder Verkasco? Verkasso. Verkasso, Entschuldigung. Habe ich nicht richtig gelesen. So, mal schauen, was es gibt an Ziegelstein. Ziegelhumin. Ah, wäre mir irgendwie zu farblos. Steinfinsternis. Okay, das klingt interessant. So, dunkles Trittblech, Teno, dunkler Quarzitener Wien. Würde ich das Haus nicht so damit außen machen? Weiße Steinverkleidung, Kohle, Creme, Fassadenstein, Creme. Ja, so ein Fassadenstein. Ziegelmeme. Nee. Creme, weiße Steinverkleidung. Persischer Travertin, Striata. Hoffe, ich habe es auch richtig ausgesprochen. Stein Rubraum, Stein Stella, Stein Muki, Stein Bruneis. Der spricht mir am meisten an, aber gucken wir mal, vielleicht finden wir noch was Besseres. Keramikfliesen, ne? Na, das waren dann alle. Dann würde ich sagen, wir nehmen Stella. Ja. Nehmen wir aber ein paar mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. So, das würde ich sagen, müsste dann reichen.